Jetzt müssen wir warten, bis unser Steinmetz, unser Architekt, mal in die Gänge kommt. Sag bloß, ihr seid immer noch dort oben beim Fischen. Mal kurz gucken, was machen die Leute. Er fischt, Zoom to Creature. Ah ja, er fischt doch da unten jetzt. Genau, sie fischen jetzt da unten. So kriegen wir wenigstens ein bisschen Fisch am Anfang als Nahrung herein. Oh, und er baut uns unseren Trading Post. Während wir darauf warten, dass mein Carpenter hier den Tisch und den Stuhl baut. Gut, Tisch ist schon mal gebaut. Den platzieren wir auch gleich mal hier. Gut. Und der Stuhl ist auch fertig. Building. Bed Seat. Seat ist das genau. Ein Chair oder ein Thron. Oaken Chair, genau. So, jetzt haben wir hier einen Tisch und einen Stuhl. Und können jetzt mit... Ah ja, genau, wir müssen hier über den Tisch. Ne, über den Stuhl. Make Throne Room or Study. Und jetzt hier die Größe einstellen. So, das dürfte reichen. Und den Stuhl müssen wir noch zuweisen, und zwar unserem Leader. Gut. Wenn man jetzt bei Nobles guckt, ist das Require nicht mehr rot. Und wir können ihm jetzt über Settings sagen, wie gut er Bookkeeping machen soll. Also wenn wir nur loben sagen, dann ist er, wie man sieht, hier ziemlich ungenau. Also 77 sind wirklich vorhanden, aber er sagt 80. Wir wollen das aber nicht aufs Höchste machen, weil sonst ist er nur mit Bookkeeping beschäftigt. Wir sagen, wir machen es auf High Pressure, auf High. Also dann ist es bis auf die sehr hohe Zahl ziemlich genau, was er macht. So, jetzt macht er Bookkeeping und jetzt können wir auch über den Status mal in die Küche gucken. Jetzt sehen wir nämlich genau, was da ist. Ach, und wir sehen, dass unser Wein und unser Rum langsam zur Neige geht. Wir können uns auch hier angucken, wie viel Essen, also Meat, und wie viel Fisch wir haben und wie viel zu trinken. Und anderes ist halt das vorbereitete Essen. Also davon haben wir noch ziemlich viel, aber ich werde noch mehr hinzufügen. Und da unser Trade Depot jetzt fertig ist, sage ich dem Craftsdwarfs Workshop, er soll weiter Rockcrafts produzieren. So. Mit D kann ich in die Depot Access gucken. Und sehe da, dass das Depot zugänglich ist. Also, dass die... Das Grüne hier bedeutet, auf dieser Spur hier kann der Wagen fahren. Der Wagen ist übrigens 3 breit. Und er kann hier runterfahren und hier ins Depot. So, jetzt braucht das Depot auch erst einmal Sachen, die es handeln kann. Update Stockpile Records. Broker can access. Keine Trading, no trader needed at. Kann ich das mit T machen? Nein, wie kann ich noch mal was in Stockpile lagern? Trader requested, only broker may trade. Anyone? Nein. Trade Depot. Nein, ich will nicht removen.
Ja, irgendwie kann man das doch noch machen. Joblist. Set Orders. Wir haben schon wieder nichts mehr, was wir verkochen können. Hotkeys. Make Barrels. Holding Sound Squads. Ne, so können wir das nicht machen. Über Nobles wahrscheinlich auch nicht. Nein, das muss ich gerade noch mal überlegen, wie das geht. Die Po-Axis ist groß D. Hier rüber ging's. Ach nee, nicht hier rüber. Z. Stocks, Kitchen. Da sieht man nur in der Übersicht, was wir alles besitzen. So war es nicht. War es mit K drüber? Nein. Set Buildings, Tasks, Preferences normalerweise. Nö. Building, ne. Zones. Status, Move this map. Stone, du bist ein Stonecrafter geworden. Help, Options. Stockpiles. Oh, dann müssen wir da erst warten. Ja doch, ich glaube, wir müssen erst warten, bis der Händler gekommen ist, dass das geht. Okay, das dürfte aber auch nicht mehr so lange her sein, hoffentlich. So, hier oben ist schon mal ausgehüllt. Hier werden nachher unsere neuen Küchen hinkommen. Als nächstes gehen wir noch ein Stockwerk höher mit D. Diesmal aber nur Downward Stairs mit J. Und die setzen wir 1 höher. So, da sieht man schon, hier sind andere Symbole für die Stairs. Ups, das war 1 zu viel. So. Und hier wird jetzt ein neuer Raum entstehen. Gut. Wir haben 6 Idlers, das ist nicht so toll. Was könnte der Carpenter noch für uns machen? Auf jeden Fall noch mehr Fässer und mehr. Das war falsch. Das müssen wir mit A machen. Stell nochmal 5 Wooden Bins her, dass wir 10 haben. Und dann brauchen wir Barrels. Bin, Table. Seid ihr hier irgendwo? Barrel V. So. Gut. Und die Katze da schleppt irgendwas Totes mit sich rum. Katzen. Auf jeden Fall, Dwarf Fortress ist nichts für mich, Katzen. Na, guckt euch das an. Hier liegt auf ein totes Zeug rum, was die Katze mit sich rumschleppt. Können meine Hunde nicht einfach mal die Katze fressen? Oh, wir haben Reports. Und irgendwer kämpft mit irgendwem. Mit wem kämpfen sie denn? Okay, die Pferde kämpfen miteinander. Und er kämpft mit dem Pferd. Oh, eins unserer Pferde ist tot. Ne, sie sind beide noch da. Okay, sind sie verletzt? View Units können wir uns die mal ansehen. Und zwar mit W Wunden. Und mit V können wir zum nächsten rüber. Nö, sie sind beide unverletzt. Okay. Das hier ist kein guter Boden, oder? Doch, Clay. Okay. Aber nicht alles ist Clay. Ah.
Das ist natürlich nicht so gut, wenn nicht alles Clay ist. Wenn das hier Clay ist und das ist Gabbro, ja, okay. Dann werden wir noch mal eins nach oben müssen. Denn wir sollten langsam mal... Oh, und wir kriegen Hundewelpen. Wir sollten langsam mal an unsere Farmen denken. Gut, dann haben wir hier ein extra Stockwerk. Das würde ich dann am besten wahrscheinlich so zu Schlafräumen und der und dem Essenssaal ausweiten, dieses Stockwerk hier. Hier würde ich dann wahrscheinlich die Küche hinmachen und die Brauereien. Und hier eins drüber kommen die Farben hin. Ja, das ist so erstmal der erste Plan. Du bist beim Schaffen, gut. Du kannst mir noch mehr Wooden Barrels machen. Die brauchen wir nämlich immer mal wieder. Wooden Barrel ist V. Einfach einmal voll machen. Oder noch besser, wir könnten ja... Nobles Administrators. Nein, so geht's nicht. Status, war das so? Movies. Was ist eigentlich H für Harry? You have no woods, okay. Dum dum dum, rooms, buildings. Okay, wir haben ein neues Pferdchen bekommen. Hotkeys, view units. Status? Nein. Joblist war es, oder? Nein, auch nicht. Doch, Joblist. Und zwar hier unten der Manager. Das ist der dritte Job, den ich jetzt aus dem Leader gegeben habe, nämlich Aufträge verteilen. Und zwar können wir ihm sagen, er soll Wooden Barrels herstellen lassen. 10 Stück. So. Jetzt muss er auf diesen Auftrag einen Stempel drauf machen, der Manager. Und dann bekommen die Carpenter Workshops eben die Aufträge zugewiesen. So, das können wir gleich nochmal machen, weil ich hätte gern noch was in der Joblist. M. New Order. Und zwar... hätte ich gerne ein Wooden Wheelbarrow. 6 Stück. So, für was die sind, das sage ich euch nachher, wenn es soweit ist. Und zwar werden wir hier erst einmal nochmal eine Designation machen. Up Downstairs sind I. Kommen sie hier hin, die Up Downstairs. So und so. Und kriegen noch einen Mining-Befehl. Hier. So. Oh, und wir haben ein Problem. Ich habe hier ja nur Downstairs gemacht. Deswegen muss ich hier die hier noch ersetzen durch Up and Downstairs. Das sind I. Das dürfte ja... kein Problem sein, dachte ich gerade. Ah, doch, es geht. Oder auch nicht. Kann ich hier nicht irgendwie Stairs bauen? Das müsste ich, glaube ich, können. Floor Bars, Floor Grate, Floor Hedge, Seed. Oder muss ich das unter Designations bauen, machen? Remove Upstairs. Remove Designation. Nö. Ah, das ist jetzt schade. Und wir haben schon wieder Rock Crystal gefunden. Und wir haben sehr viele Barrels. Und sie graben da unten. Nein. Ihr sollt nicht da unten graben.
Erst einmal nicht. Erst einmal lassen wir das hier so, wie es ist. Die Treppen könnt ihr zwar schon reinmachen, wo sieht das krass aus.